Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017. Ja, wir sind wie immer auf der Sieben Berge unterwegs in unserer Seasons-Variante. Wir sind bereits in Folge 101 und ich war eigentlich dabei, glaube ich, denke ich, mal zu gucken, wie weit ist er, 73%. Ich kann auf jeden Fall mal die Markierung hier hinten ausmachen, würde ich sagen. Markierung aufheben, so. Und dann waren wir bei dem guten Kollegen hier. Was wir natürlich auch noch machen müssen, das mache ich jetzt nach der nächsten Ladung, ist einmal was Richtung Sojamilchfabrik bringen. Weil da wollen wir natürlich auch noch sehen, dass das läuft, ne? So, hier gehen wir jetzt rüber und holen eine Runde den Dieselpart ab. So. Und dann gucken wir mal. Dann fahre ich mal zum Hof und teste aus, ob man direkt von ihm abtanken kann. Also, ob man direkt seine Geräte annehmen tanken kann. Dann probieren wir es mit der Tankstelle da nochmal aus. Dann kriegen wir alles hin. So, Dolle. Ja, was wir auf jeden Fall ja noch machen müssen, ist ein. Ist ja wahrscheinlich ein Güllelager, um auch die Sachen von der Sojamilch, da ist ja Gülle drin, wie auch hier zusammenzutragen. Ne? So simpel ist es. So. Irgendwo hier konnte ich mich durchfüllen füllen lassen. Ne? So noch nicht. Da ging es. Wunderbar. Wir haben Treibstoff. Dann holen wir erstmal eine ordentliche Ladung hier raus. Ich würde sagen, wir mischen das Ganze auch. Also ich werde jetzt auch nicht als zweites das andere Sojafeld dementsprechend dann abernten, sondern erst wahrscheinlich die Weizengeschichte, damit wir Entschuldigung fürs Räuspern, gerade die Stimme weg. Und Kurven fahren kann ich auch nicht, ist ja ein Traum. Dass wir die Nudelfabrik wieder am Laufen haben und dass wir den Weizenpart noch mitnehmen. Ne? So, ja, und dann können wir gucken, was wir da noch für anpflanzen oder noch zusätzlich anpflanzen. Sagen, Feld 2 machen wir dann noch was, was wir jetzt auch gleich noch sehen können. Und die anderen beiden hinten, also die anderen drei hinten, da müssen wir uns dann mal eine Runde dann was aufsparen für Mais und für Soja, die wir erst im Frühjahr pflanzen können. So simpel ist es ja. So, Dolle. Ja, ich glaube, jetzt haben wir hier an der Seite stehen. Ihr fragt euch vielleicht warum. Da kann ich ganz einfach sagen. Der Drescher ist voll. So simpel ist es. Wie gesagt, damit die Produktion schon startet, werde ich den Part jetzt hier auch schon hinbringen. Wir müssen natürlich sehen, dass wir jetzt die Sonnenphase hier noch nutzen, um die vier Felder leer zu machen. Das heißt, der Drescher ist das Wichtigste, was läuft jetzt, damit wir es vor dem Regen noch loswerden, das Ganze. Ne? Und dann müssen wir mal gucken, dass wir mit Sprit und Co. halt dann das Geld machen. Aber ich glaube, im Endeffekt lohnt sich Sprit im Prinzip fast gar nicht. Nur mal gucken, ob wir nicht noch andere Produktionen haben, mit denen man noch mehr anfangen kann, ne? Also noch mehr Kohle rausholen kann. Ich glaube, ich fahre sich jetzt mal ein Stückchen vor, weil er setzt jetzt ein kleines Stück zurück, wenn ich im Lager, nicht hier im Weg sitze. So. Sieht mich von der Menge aus, als wenn das eh nicht alles hier reingegangen wäre. Ja, schon über die Hälfte voll und es sieht aus, als wenn das hier noch ein bisschen mehr wie die Hälfte wäre. Ne? Das heißt, wir hätten eh zweimal fahren müssen, deswegen ist das nicht so wild. Ja, ich werde das hier gleich stumpf jetzt in die Sojamilchfabrik
Trinkvariante bringen. Den LKW lasse ich da vorne schön stehen. Da machen wir da gar keinen Aufstand raus. So. Ja, echt Entschuldigung fürs Räuspern, wenn das öfter vorkommen sollte. Ich werde gleich nochmal einen Schluck zwischendurch hier trinken. Hoffe, dass das ein bisschen unter Kontrolle kommt damit. Aber wir kriegen das hin. So. Dudi, dudi, du. Ja, ziemlich viel am Fahren, aber es ist es halt. Also die ganzen armen Verkehrsschüler, die ich vernichtet habe. Ja, links seht ihr die Molkerei. Da geht es dann rein mit dem guten Zeug. Was wir jetzt hier abgeben. So. Sollte. Mit einer kleinen Korrektur, dass sie eigentlich hinkriegen. So. Da wollen sie es hinhaben und schon läuft die Produktion dann wieder. Wir müssen natürlich jetzt nur sehen, dass wir hier zwar Schweinefutter haben, aber auch 42% Gülle, alleine nur von der Einladung letztes Mal. Das heißt, auch den Spaß müssen wir transportieren. Ne? So simpel ist es halt. Und wenn wir da jetzt gut Soja reinmachen, werden wir das auch um das Lager auch nicht rumkommen. Jetzt können wir auch gleich nochmal gucken, wie teuer das ist. Ich hoffe, dass ich noch das richtig im Kopf habe, dass es 50.000 sind und nicht 150.000. Bei 150.000 wäre bei unserem Kontostand nicht schön, wenn wir bedenken, dass wir noch mindestens eine Sache kaufen müssen. Weil ich sehe hier nämlich nichts stehen. Und das ist nämlich das Maisgebiss, sonst können wir den Mais nämlich gar nicht machen. Das müssen wir zwischendurch auch noch machen. Also haben durchaus noch ein bisschen was zu tun. Die Sämaschine brauchen wir dann ja erst im Frühjahr. Das ist also nicht das Problem. So, hier kann ich schön wieder reinfahren. Ich stelle das gute Stück hier erstmal ab. So. Und ich glaube, auf dem Feld waren schon, auf dem Hof waren noch ein, zwei Fahrzeuge, die... Kommt einer von hinten gerade. Mal sehen, wie schnell wir losfahren können. Schnell genug, dass wir nicht im Weg sind. Sehr gut. So, dann wollen wir erstmal gucken auf dem Hof, ob das Tanken jetzt funktioniert damit. Das wäre natürlich noch eine gute Sache, wenn das klappt. Wenn wir eine Tankstelle füllen können. Ich weiß echt nicht mehr, wie das... Ich marte mir die ganze Zeit den Kopf, wie das noch war. Wo wir es denn beim letzten Mal verkauft haben. Ne? Ist echt fürchterlich, dass ich das nicht mehr weiß. So. Ich stelle jetzt hier einfach mal hin. So. Mit ihm sind wir relativ viel gefahren. Ja, er ist auch ein hervorragender Kandidat, um das Ganze zu testen. Hier direkt ranfahren oder nicht, das ist jetzt die Frage. Hintere Seite nicht. Reinfahren hilft wahrscheinlich auch nicht. An der Seite hier auch nicht. Naja, also man kann von ihm aus jetzt hier wohl direkt leider nicht tanken. So, auf dem Hof hier hatten wir auch keine Tanke. Ich sehe hier auch kein Tanksymbol. Das Einzige, was wir haben, ist in der Nähe vom Hof hier eine Tanke. Da können wir natürlich jetzt gucken, ob wir es unterbringen können. Weil ich bin mir gar nicht mal sicher, ob wir irgendwo einen Preis haben für Benzin überhaupt sonst. Da wir relativ viel fahren, ein paar Liter möchte ich dann schon. So, ich fahre einfach mal so direkt hier hin.
Ne, das ist der Verkaufspark. Okay, dann machen wir da erstmal Geld raus. Und dann kostet uns das Tanken hier dann wahrscheinlich auch Geld. So simpel ist es, wird es dann sein, aber. Ach Quatsch, ich kaufe jetzt gerade Sprit? Ich will hier gar keinen Sprit kaufen. Oh Mann, ey. Ich wollte hier was verkaufen, ihr Deppen, oder einlagern. Super, jetzt habe ich für 27.000 Kraftstoff gekauft. Oh Mann, ey. Hier steht immer noch 0 Liter dran. Ja, warum steht denn hier überhaupt eine Literanzahl dran, wenn ich hier überhaupt nichts einlagern kann? Ich dachte, ich könnte das als Tankstelle für mich selbst benutzen hier. Habe ich überhaupt nicht drauf geachtet. Jetzt haben wir natürlich jetzt hier 30.000 für Sprit ausgegeben. Das ist natürlich jetzt sehr doof, muss ich sagen. Haben wir denn irgendwo einen Verkaufspunkt für Sprit? Nö. Ne? Wir haben so keine Spritangabe. Aber ich werde es mal anders machen. Ich glaube, ich werde mal einen Verkaufspunkt für Sprit tatsächlich auch noch mal einen selber noch mal setzen, dass wir das halt einfach nicht so weit haben, irgendwo hinzufahren. Ich hoffe, dass ich dann so halbwegs mein Geld wiederkriege. Ich müsste eigentlich 3.300 bei dem Punkt kriegen dann. Da ist die Raffinerie. Wo ist denn der Verkaufspunkt von der Raffinerie? Der war sonst auch dabei. Also da nicht, da nicht, da auch nicht. Da haben wir es. Da haben wir auch einen von. Wo habe ich den Sell-Trigger denn gesetzt? Da muss ich hier noch auch auf der Karte drauf haben. Ich Witzbold, ich habe damals einen gesetzt, deswegen. Bloß warum ich denn das nicht auf der Listung drauf habe, weiß ich nicht. Oder warum ich hier nichts sehe von dem, oder wo auch immer ich den hingesetzt habe, weiß ich auch nichts. Das ist jetzt komisch. Wenn wir davon einen haben, muss ich ja theoretisch gesehen den durchklicken können. Aha. Dieselverkauf. Er ist beim Shop hier hinten mit. Naja, okay, habe ich mir natürlich dann selber ins Knie geschossen. Aber im Normalfall dürfte, also der Preis für den Diesel, der ist fest. Und ist normalerweise der gleiche Preis, wie wir dafür bezahlen, wenn wir tanken. Deswegen dürfte das jetzt eigentlich kein Verlust sein. Das heißt, wenn ich das jetzt verkaufe, dürfen wir das genauso viel wieder einbringen, wie ich da gerade für da gerade für bezahlt habe. Weil das kostet, ich glaube, 3.300 pro 1.000 Liter oder irgendwie sowas. Na gut, dann müssen wir das mit unten hier einfach tanken können, wenn wir tanken müssen. Und ich habe meinen Verkaufspunkt wieder gefunden, weil ich zu dämlich war, mich daran zu erinnern. Das ist doch auch mal was Feines. So muss das sein, nicht wirklich. Eher sehr ungeschickt, möchte ich mal sagen. So, okay. Wir fahren und fahren und fahren. Das ist auch noch kein Problem. Der Drescher ist nämlich noch nicht voll. Und das ist der Kollege, auf den ich jetzt hier achten muss. Da seht ihr es. Ich muss auf jeden Fall ein Maisgebiss kaufen und wir müssen gucken, wo wir ein Güllelager hinsetzen. Das ist auf jeden Fall das, was wir in dieser oder spätestens in der nächsten Folge erledigen wollen. Vom Tankwagen selber her, Flüssigkeittransport, der kann auch die Gülle mitnehmen. Ich werde ihn jetzt hier hinten mal stehen lassen. Dann könnte er nämlich aus der Sojamilchfabrik die Gülle rausholen. So, der Treibstoffverkauf müsste denn hier hinten irgendwo sein. Jetzt fällt es mir auch wieder wie Schuppen von den Augen, aber, ne? Ja, da steht's. Man muss sich immer erst dran erinnern. Hier wollen wir mal gucken, wie viel wir jetzt insgesamt da rauskriegen.
Wir hatten 26.000 Liter knapp drinne. Wenn wir über 80.000 rauskriegen, dann haben wir auch über 3.000 pro Liter gekriegt. Pro 1.000 Liter gekriegt. 87.000, also es kommt ungefähr hin mit meinen 3.300, was ich sagte. Das heißt, dann hatten wir jetzt auch keinen Verlust, das ist schon mal gut. Auch kein Stress und mit dem Verkauf haben wir dann auch locker das, den Spaß zum Teil wieder rausgeholt. So, gut. Ja, ich fahre jetzt hier schon mal rüber dann. Dass er hier dann Dings mitnehmen kann. Ne? Die Klappen und Türen hier sind alle auf. Ich glaub, hoffe, dass ich es hinkriege, mit ihm hier die Gülle rauszuholen, dass ich da so weit rankomme. Sollte aber eigentlich gehen. So, wir setzen rückwärts. Ja, und es funktioniert. Ja, langsam aber sicher füllt sich das gute Stück. Entschuldigung fürs Räuspern nochmal, aber wir sind auch schon wieder am Ende der Folge. So schnell geht's. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich auch sehr über ein Teilen freuen und ein Abo wäre super. Dann sage ich vielen, vielen Dank und dann bis zum nächsten Mal.